So, also, ich habe jetzt das Zahnpasta. Wir machen nochmal wegen dem Zahnpasta-Video reden. Hier sind jetzt alle drin, die weißen, die hellen, die wir schon weggesammelt haben, die trocken sind. So, jetzt habe ich festgestellt, dass bei den anderen Zahnpastern, wie diese hier, die ist einfach noch weich. Die ist also richtig formbar. Weiß jetzt nicht, welche das war. Hier haben wir eine gelige Masse. Die ist eigentlich nur gelig und aber fester und von der Feuchtigkeit auch weniger wie die. Die sind irgendwie noch nass. Also ich würde die hier jetzt einfach noch länger trocknen lassen. Und das sind, wie gesagt, die geligen. Die hier, das sind auch gelige. Das sind auch so, die waren diese blaue Zahnpasta, die hellblaue. Die sind halt auch noch recht weich, aber gelig. Aber wie gesagt, nicht, die fühlen sich jetzt nicht mehr nass an. Im Gegensatz zu diese hier. Die fühlen sich noch feucht an. Die nicht. So, diese rote hier, die ist teilweise ist die gut geworden. Also das sieht man ja. Also hier, da habe ich hier schon eine drin. Aber die ist auch noch ein bisschen weich. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Also die hier ist auch so geligartig. Weil wie gesagt, das Ding ist halt, ich würde sie jetzt einfach mal noch eine Woche liegen lassen und dann mal gucken, was mit diesen passiert. Die hier sind auch gelartig, also aber halt unten noch ein bisschen feucht. Wie gesagt, wir haben jetzt hier nochmal, ich tue jetzt da einfach mal Puder zu, das Dings drauf, wo ich jetzt hatte. Und dann würde ich sagen, dann decke ich das einfach jetzt mit einem Küchenpapier zu und lasse die weiterhin nochmal stehen und trocknen. Und dann gucken wir mal, was mit denen ist. Also wenn die geligen gelig bleiben und also von der Konsistenz nicht ändern, kann ich es jetzt nicht ändern. Aber mit diesen hier weiß ich nicht, wie ich da verfahren soll. Weil die sind halt doch immer noch recht feucht und pappig unten, wenn man sie ablöst. Könnt sie jetzt natürlich auch alle einmal ablösen. Und dann hoffen, dass die alle irgendwie ein bisschen trockener wird. Das sieht man auch hier, dass es ganz andere Farbe hat von Helligkeit. Na, das sieht man nicht so ganz. Also wenn man das jetzt wegnimmt, sieht man das, ne? Dass es andere Farbe ist, dass es dunkler ist als das. Und würde sie dann einfach mal da drauflegen, einfach nur abziehen und drauflegen auf den Back. Backpulver, einfach damit es die Feuchtigkeit dann aufnimmt und rausgeht. Und wird dann einfach noch ein Backpapier oben drüber legen zum Schutz, dass die halt jetzt denn nicht ja, dreckig werden. Wie gesagt, ich habe wieder die Hände desinfiziert, bevor ich das Video gemacht habe. Auch den Tisch haben wir desinfiziert. Und ja, wie gesagt, anders weiß ich jetzt nicht, was ich... Also es scheint wohl nicht jede Zahnpasta dafür geeignet zu sein. Da muss man jetzt mal abwarten, was denn passiert. Ich würde mal sagen, wir lassen sie einfach noch mal ein bisschen... Geben denen noch ein bisschen Zeit. Die anderen habe ich, wie gesagt, heute weggepackt. Ich habe jetzt ganz einfach durch die Wärme, die wir haben jetzt die Woche gehabt haben, einfach mal ein bisschen länger drin lassen, trocknen lassen. Weil vielleicht hat es auch mit der Wärme zu tun, ich weiß es nicht. Und die tun wir jetzt einfach mal runter. Das sind, also wie gesagt, die sind auch hart, aber ja, noch biegsam. Das ist das Problem, was ich habe. Und die geligen, die sind eigentlich schon ganz gut. Auch wenn man sie wegnimmt, sind sie noch ein bisschen dunkler da drunter. Ich würde einfach sagen, wir nehmen die jetzt mal ab und tun sie dann ein bisschen rütteln und schütteln hier drin und dann tun wir das Backpapier, die ja, das andere Backpapier drauf von der anderen und dann tun wir das Puderzucker, nein, dann tun wir das Backpulver oben drüber streuen wieder. Den hier zum Beispiel kriege ich überhaupt nicht ab, der ist so klein. Den kriege ich auch gar nicht. So, aber die anderen, die mache ich jetzt einfach mal lösen. Dann tun wir sie in ein Sieb gießen und legen die dann auf dem Backpapier neu aus und lassen sie noch mal eine Woche liegen. Und dann gucken wir mal, wie sie dann nach einer Woche sind. Das wäre jetzt mein Vorschlag. So, und da wäre ja noch die Zeit, die von letzter Woche hatten. Das sind ja auch die Zahnpasta von den anderen. Da ist auch noch ein bisschen was Weiches. Und ich würde jetzt, weil es sind ja nur so viele, einfach ein bisschen zusammenlegen.
und die dann da drauf liegen. Und damit Backpulver nochmal überstreuen. Und dann sehen wir ja, was in der Woche ist mit denen. Die drei Gildinger, das waren glaube ich die dunklen. Was waren diese hier? Das waren diese Sonderdinger, das waren drei oder vier Stück. Ja, das sind mehr. Das sind doch. Doch, das sind die. Also da weiß ich auch jetzt nicht mehr, wo die sind, die wir extra hatten. Die Elmex Zahngeldinger. Aber es war ja einer, war ja so was Blaues hier. Es könnte aber auch hier einer von denen sein. Müssen wir jetzt einfach mal gucken, welche anders ausschaut. Oder waren es die hier? Das, genau, das war der hier. Den kriege ich zum Beispiel gar nicht ab, den einen Elmex. Das war der nämlich hier vorne. Das war dieser Elmex. So. Suchen wir einfach mal hier die Zahnpasta-Drops raus. Weil wie gesagt, man sieht es einfach, die sind richtig weich noch. Also, auch diese gestreifte ist komischerweise noch weich. Also am besten ging es eigentlich, muss ich wirklich sagen, mit den günstigsten Zahnpastas, die man im Laden kaufen kann, mit den günstigen. Bei den teuren habe ich irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten, sie zu trocknen. Also, wir haben ja auch die weiße hier, das ist glaube ich sogar die Sensodyne. War das ja, die hatten wir ja so viel, ne? Von der Sensodyne, die wir zum Schluss hatten, doch, doch. Das war die Sensodyne, da haben wir richtig viel noch übrig, die auch noch, also die sind einfach noch weich. Und ich aber auch nicht weiß warum. So. Ja, das sind die drei Dinger hier, das sind die, die kriege ich gar nicht ab. Das sind diese, ja, die kriege ich überhaupt nicht ab, also, wie gesagt. So, tun wir es mal vorsichtig drauflegen. Das Backpulver ist ja deswegen nicht schlecht oder so. Und kippe ich das da rein. Also die Elmex-Chili-Dinger gehen nicht. Das sind die, die hier sind. Das sind die drei. Da hatten wir nämlich nur drei. Also das sind diese, wie heißen die nochmal? Für Zahn-Karies-Schutz, die man einmal in der Woche verwendet, die Pasta. Also die ist so, ich kriege die da null ab. Also will sie ja da jetzt auch nicht abschneiden, weil es bringt nichts. Weil, also die Elmex Zahnschutz kann man nicht nehmen. Mache ich einfach jetzt hier ein bisschen Backpulver noch rauf. So, da ist überall jetzt Backpulver drauf. Das kann man so lassen. Und jetzt decke ich einfach mit dieser Folie das hier zu. Ups. Und dann ist es ein bisschen geschützt. Und dann gucken wir mal nächste Woche wieder nach. Gut. Also, Fazit, wir haben hier unten nochmal die Zahnpastas, die zu weich sind, die nichts geworden, noch nicht hart sind. Die habe ich jetzt nochmal neu mit Backpapier getan. Das tun wir jetzt bis nächste Woche nochmal stehen lassen und kontrollieren. Die Zahnsache, die man einmal in der Woche nimmt, die hat überhaupt nicht funktioniert. Das sind nämlich die. Und die hier, die hellen, also die blauen waren ja drin, aber die hellen sind alle drin. Und komischerweise haben wir auch von diesen bunten hier welche. Von diesen bunten, welche, die nicht hart sind, und aber auch welche, die hart sind. Und die anderen sind alle da drin. Und das ist der Rest, den lassen wir bis nächste Woche stehen. Und dann melde ich mich wieder. Bis dann. Ciao.